Die Olympischen Winterspiele sind dieser Tage das weltweit größte Sportereignis, aber in den USA werden sie in der kommenden Nacht vom Football in den Schatten gestellt. Das 56. Finale um den nationalen Titel, den Super Bowl, steht an. Etwa 100 Millionen Zuschauer werden das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams live im Fernsehen verfolgen. Super Bowl in den USA. Daran kommt keiner vorbei. Vor allem in Los Angeles steht heute alles im Zeichen des Football. Die Heimmannschaft, die LA Rams, bringen Stolz und Begeisterung in die Stadt. It's an amazing feeling. Das ist ein großartiges Gefühl. Wir haben so lange auf die Mannschaft und das neue Stadion gewartet. Der Super Bowl hier, da wird ein Traum wahr. Das SoFi-Stadion wurde mitten in der Corona-Pandemie fertig. Oftmals mussten die Ränge leer bleiben. Heute werden mehr als 70.000 Fans erwartet. Die Gäste aus Ohio, die Cincinnati Bengals, gelten als Außenseiter. Doch auch ihre Fans zeigen sich selbstbewusst. Das ist unser dritter Super Bowl und der erste, den wir gewinnen. Rap- und Hip-Hop-Größen werden die Halbzeitshow bestreiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowl. Allein in den USA werden mehr als 100 Millionen Menschen einschalten. Auch deshalb kostet die Werbung 7 Millionen Dollar pro Minute. Auch für die beiden Teams geht es neben der Ehre heute Abend um viel Geld. 150.000 Dollar erhält jeder Spieler des Siegerteams.